Ich habe einen Unfall gemacht. Ich habe mir das Handgelenk mehrfach gebrochen. Es ist leider ein unüblicher und sehr komplizierter Bruch. Und aus ärztlicher Sicht ist meine Hand schwer verletzt. Und im Spital habe ich ein Bild von Gott bekommen, einen Tag vor der Operation. Und zwar habe ich gesehen, wie Jesus den Find abwehrt mit einem Schwert. Also er macht wie ein bisschen einen Kampf, nimmt mich an der Hand und springt mit mir davon. Und das probiere ich im Moment zu malen. Mit meinem Gips zusammen habe ich gefunden, in dieser Phase möchte ich die Vision und das Bild festmachen. So, mein Bild ist fertig. Das Bild zeigt hier den Find, der mich ganz bedrohlich angreift. Und die Hand von Jesus, da sieht man am Kreuz mal, wie er die angreifende Hand abwehrt. Hier sehe ich jetzt die Frau in grün. Das symbolisiert ein bisschen das Geschöpf von Gott, wo Jesus sie verteidigt. Und er packt sie an der Hand und reißt sie davon und springt mit ihr weg. Und hier unten sieht man jetzt ein bisschen, dass sie eigentlich Händchen haltend, lachend wegspringen. Sie sind sehr zufrieden. Und das Gesicht stellt einfach dar, ich vertraue auf die Hilfe von Jesus. Ich vertraue, dass er wird für mich schauen wird, dass er wird für mich kämpfen und dass er mich versorgt. Ich habe das Bild gemalt, eben während mein Gips. Und zwar als Vertrauenshilfe für mich. Die Ärzte reden recht kritisch. Es ist wirklich ein äußerst seltener, sehr komplizierter Bruch. Aber ich will nicht auf das schauen, was die Welt sagt, sondern ich will auf das schauen, was die Bibel sagt und was mein Glaube sagt. Und im Spital hat Gott mir den Eindruck gegeben, und darum möchte ich an das Bild festhalten. Ich mache nicht die Theologie daraus, aber mit mir hat er geredet und da, wo er mir gesagt hat, möchte ich Gewicht nehmen. Und seit Jahren bewege ich den Vers, wo Jesus erzählt in der Geschichte oder im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Er sagt am Schluss an dem älteren Bruder, der ja immer bei ihm war und ihn anklagt und sagt, wieso hast du mir nicht einmal so quasi ein Mastkalb geschlachtet? Sagt er aber, mein Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meinen ist, ist deine. Und das ist etwas, was ich schon länger bewege, dass ich darf nutzen, was Gott mir zur Verfügung stellt. Und gestern ist noch ein weiterer Schlüssel für mich irgendwie ins Leben gekommen. Und zwar habe ich wieder gebeten und gesagt, ja, du hast gesagt, alles, was deinen ist, ist meine. Aber es gilt auch umgekehrt. Ich habe dir auch alles von mir gegeben. Alles, was meinen ist, ist auch deine. Und ich bin nicht so selbstbewusst. Und ich habe nicht wahnsinnig Vertrauen in mir selber. Also erachte ich es als möglich, dass der Find mich kann berauben kann. Aber wo ich dann den Kehrschluss gemacht habe, aber alles, was meinen ist, ist auch seine, habe ich müssen sagen, ja, aber Jesus berauben, da wird sich der Find ja nicht erlauben. Und wenn ich Jesus höre, dann wird er dafür schauen, dass nichts gestohlen wird. Und auch wenn es, ja, für das Zeichen nur die Lenkhand ist, der Find darf meine Hand nicht abbeissen. Darf er nicht? Darf man sie nicht rauben? Im Spital hat mir Jesus eben das Bild gegeben vom Verteidigen. Und für mich war klar, zum Eindruck gehört dazu, dass für einen Liebhaber es nie okay ist, wenn seine Geliebte verletzt ist. Sogar der kleinste Kratzer findet er gewichtig. Es ist ihm nicht egal und er wird alles mit dem, was er hat und ist, dafür einsetzen, um seine Geliebte zu verteidigen und zu beschützen. Und ich glaube wirklich, dass ich seine Geliebte bin, dass ich zu ihm gehöre, dass seine Liebe mir ganz gehört und dass ihm darum nicht egal ist, was ich habe, auch wenn ich mit dem selbstverständlich auch weiterleben könnte. Es gibt definitiv Tragischeres. Aber ich möchte daran festhalten, dass Gott wird für mich kämpfen und dass es ihm nicht egal ist.
Und sogar wenn ich selber geschuld bin, in meinem Unfall bin ich definitiv selber geschuld, dass er wird schauen, dass ich safe aus dieser Situation rauskomme. Ich weiss, dass es ganz viele Christen gibt, sehr ernsthafte Christen, die Krankheiten haben und vielleicht sogar an denen sterben. Und ich möchte keine neue Theologie machen und sagen, Jesus lässt kein Leid zu. Das mache ich mir nicht an und ist auch nicht die Idee und der Sinn von diesem Post. Was ich möchte anregen, ist, dass ich vertrauensvoll auf Jesus schaue und darauf vertraue, dass er es gut mit mir meint, dass er gut ist. Dass ich nicht schaue, was die Ärzte sagen und welches schwarzes Bild sie mir malen, sondern dass ich auf das Wunder von Jesus schaue und mit ihm rechne und ihm glaube. Es gibt ganz viele Bibelstellen, die zeigen, wie wichtig es ist, auf Gott zu vertrauen. Und ich habe das Bild gemalt, um mich in dem Prozess, wo ich immer noch den Gips habe, um mich auf dem Weg zu halten, um meinen geistigen Fokus zu schärfen, um mein Herz zu festigen und dass ich einfach an Jesus und mit ihm bleibe. Ich werde zum Schluss noch ein paar Bibelstellen vorlesen, die mir in diesem Prozess wichtig geworden sind. Und ich hoffe, dass ich dich ermutigen kann, dass wenn du Eindrücke bekommst, dass du die, wie ich mal in einem anderen Post geschickt hat oder unten verlinken, dass du die Eindrücke verarbeitest, sie verinnerlichst, dass du den Eindruck isst, dass du stark daraus rauskommst und weiterkommst. Weil ich glaube, so werden wir stärker und so können wir den ganzen Weg mit Jesus gehen. Denn die Augen des Herrn schweifen über die ganze Erde, um denen ein starker Helfer zu sein, die mit ungeteiltem Herzen zu ihm halten. Steht im 2. Chronik 16,9. In Jesaja 43,1-2 steht: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flammen werden dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was auch immer es ist. Das steht in Markus 11,24. So tue ich meinen Glauben stärken und so halte ich meinen Blick auf Jesus fokussiert. Ich vertraue ihm, dass mein Liebhaber für mich wird einstehen, für mich wird kämpfen und es gut mit mir meint. In allem, wo ich drinnen stecke, in allem Schwierigen, wo wirklich auch real da ist. Es ist ja nicht nur die Hand, es ist die ganze Familiensituation, die wirklich belastet ist in dem Moment. Aber ich vertraue, dass sie nicht aus Gottes Versorgung fallen und dass er mit mir ist in allem, mich verteidigt und mir hilft, weil er ist mein Heiland. Ich bin seine und er ist meine. Gott mit dir. Tschüss. Aber in dem allem überwinden wir weit, durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel, noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer 8, 37 und 38.